werden jetzt nächstes Jahr 50 Jahre, haben wir überlegt, es wäre vielleicht ein ganz guter Schnitt zu überlegen, wie geht die Perspektive für die vielleicht nächsten 50 oder darüber hinaus Jahre. Und da haben wir jetzt gesagt, eine Stiftung ist ja eine Konstruktion, die keinen Eigentümer hat. Eine Stiftung gehört sich selbst. Das heißt, damit haben wir, wenn man so will, einen geschlossenen Kreis gebildet. Wir nehmen eine Jacke, die orangene Behindertenwerkjacke, wir ziehen die aus und ziehen eine andere an. Und diese neue Jacke schützt besser vor Regen und Wind. Ja, wir sind also besser gerüstet für die Zukunft. Auf Dauer ist der Aspekt der Vielfalt ein Überlebensfaktor der Menschen. Diejenigen, die es sich leisten, die Intelligenz eines Systems nicht bestmöglich auszunutzen, und das heißt also die Vielfalt der Perspektiven, die haben alle nicht überlebt. Ich hoffe, dass es auch weiter so gehen wird und dass wir deswegen eine große Chance für die offene Gesellschaft, für die Gesellschaft haben, in der sehr viel mehr Perspektiven sich als sehr schöne Lebensformen auch in der Welt sichtbar machen können. Erfolgsgeschichte. Vor 50 Jahren haben sich Vereine zusammengeschlossen, um das BBMK zu bilden. Jetzt haben die Vereine eine Entscheidung getroffen, eine Stiftung zu bilden. Das ist auch ein historischer Akt für mich. Sie haben auch selber noch mal Geld aufgewendet, sodass wir eine Förderstiftung haben, sodass diese Stiftung dann auch Zuwendungen an Menschen, aber auch an Institutionen machen kann. Und das ist meiner Ansicht nach was ganz herausragend, dass es so zukunftsweisend aufgestellt ist.